Ganz herzlichen Dank und vielen Dank für den freundlichen Empfang. Ist aber so ein bisschen schwierig, wie macht man denn den Anfang? Und ich bin auch immer relativ nervös in diesen Dingen, vor allen Dingen, nachdem ich jetzt ganz überraschend relativ viele Bekannte hier im Raum sehe. Damit hatte ich nicht gerechnet. Das macht mich dann immer noch nervöser. Ich freue mich, dass ich bei Ihnen sein darf. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Einladung. Und hatte von Anfang an gesagt, dass ich nicht so richtig weiß, weshalb man mich eingeladen hat. Weil ich zwar schon, glaube ich, lang genug in dem Geschäft bin, um über alles irgendwie was sagen zu können, aber ich bin kein ausgewiesener Experte für Wissenschaftsmuseen. Das möchte ich von Anfang an wirklich deutlich machen, damit Sie nicht was Falsches von mir erwarten. Was ich Ihnen aber gerne sagen würde, ist, wie ich mit einer Sammlung und mit einem solchen Bestand möglicherweise umgehen würde. Was ich auch gerne machen würde, ist Ihnen in der Tat, wie Sie mich gerade schon so nett eingeführt haben, ein wenig aus meinem Londoner Alltag plaudern, wenn ich darf, um dann tatsächlich nicht allzu lange zu reden, weil ich es interessanter finde, wenn Sie mir Fragen stellen und nicht nur 5 Minuten noch so ein paar kurze Fragen, sondern wenn wir ausgiebig Zeit haben, wenn ich dann ausgiebig Zeit habe, Ihre Fragen vernünftig zu beantworten, wenn Sie einverstanden sind. Hören Sie mich so? Ich habe ein Problem. Ich bin nicht wirklich sprachbegabt. Und dieses Schwäbisch kriege ich auch nie mehr weg. War jetzt auch gar nicht so meine Absicht, aber es bleibt einfach kleben. Seitdem ich 90% meiner Zeit Englisch rede, ich wurde heute im Flugzeug gefragt, ob ich Englisch träume, das beschäftigt mich jetzt die ganze Zeit, weil ich bisher nicht darüber nachgedacht habe. Ich glaube, ich könnte normalerweise relativ schnell und prägnant reden. Mittlerweile geht manches nicht mehr ganz so schnell. Also wenn ich zum Teil so ein bisschen rumeire, nehmen Sie mir es nicht übel. Das hängt jetzt einfach mit meiner Lebenssituation zusammen. Die ungewöhnliche Situation in London, und Sie haben das gerade wunderbar angesprochen, ist das, dass das V&A die Möglichkeit, das Victoria and Albert Museum, die Möglichkeit hat, in einer unglaublichen Bandbreite zu arbeiten. Wenn Sie zurzeit ins V&A reinkommen, dann hängt dort ein großes Schild im Eingangsbereich. Da steht drauf, David Bowie is a treasure of the Royal Court. Und zwar einfach, weil sozusagen das sich überlagert hat mit den beiden Ausstellungen, die wir da haben. Aber das passt wunderbar in den, sozusagen die Sammlungsvielfalt des Victoria and Albert Museums. Was wir, glaube ich, alle zu wenig wissen, Sie sind sicherlich Expertinnen und Experten, deshalb mag es hier anders sein, ist die Gründungsgeschichte des Victoria and Albert Museums, die in der Tat auf Prinz Albert zurückgeht, auf seine grandiose und risikoreiche Idee, die erste Weltausstellung umzusetzen, 1851-52, ein gigantischer Erfolg. Und alles, was wir heute in South Kensington machen, hängt nach wie vor mit dem zusammen, was damals in Gang gesetzt worden ist. Also das heißt, die Legacy dieser ersten Weltausstellung ist tatsächlich ein großer Think Tank, eine große Zusammenfassung von Sammlungen, die es zum Teil schon gab, nämlich die indische Sammlung, die bis 1882 in South Kensington zu sehen war, plus die Laboratorien wie die Imperial College, Royal College of Art und vieles andere mehr. Also, was will ich damit sagen zum Einstieg? Es ist das Zusammenwirken der historischen Sammlung und der aktuellen Forschung in großem Maßstab, das diesen Campus in South Kensington heute so lebendig macht. 30.000 Studenten allein im Imperial College. Ich hatte die Freude, mit einigen Autodesignern in den letzten Wochen reden zu dürfen. Hat unter anderem der Designer von Ferrari gesagt, wieso kommen Sie denn zu uns, gehen Sie ins Royal College of Art in Ihre Nachbarschaft. Da haben wir nämlich alle gelernt und da gehen wir nämlich alle immer wieder hin, um zu spionieren. Also das heißt, es ist sozusagen ein Think Tank auf der einen Seite und auf der anderen Seite gibt es sowas wie ein Fundament, das in den Sammlungen liegt. Nochmal, weshalb ausgerechnet ich und weshalb soll ich den Anfang machen, bin da wirklich bescheidener, als ich wahrscheinlich aussehe. Hat gerade jemand gezögert? In London würde ich mich übrigens vorstellen, auch wenn ich 5-mal am Tage reden würde,
I'm Martin Roth and I'm the director of the V&A. Das heißt, in der Tat, das ist eine etwas ungewöhnliche Situation, dass man mich nach London berufen hat. Und es mag vielleicht zusammenhängen, dass ich in verschiedenen Bereichen vorher das Zusammenwirken von wissenschaftlicher Arbeit und Präsentation relativ gut hingekriegt habe. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich vorher gemacht habe. Ich habe in Dresden gearbeitet, dort unter anderem im Mathematisch-Physikalischen Salon. Ich war bei der Expo in Hannover. Ich habe relativ lange in Niedersachsen gelebt. Dort mit dem Versuch, komplexe Themen in publikumswirksame Ausstellungen umzusetzen. Bin nach wie vor ein großer Fanatiker, wenn es um die Wirkung von Weltausstellungen geht, vor allem um die Geschichte der Weltausstellungen. Also das Erreichen von einem Publikum, das Vermitteln von schwierigen Themen, von komplexen, auch wissenschaftlichen Themen an ein großes Publikum. Und ich bin nach wie vor ein großer Fan eines Museums, das ich nach wie vor eines der schönsten und besten, zumindest in Europa finde, nämlich das Deutsche Hygienemuseum in Dresden, das einen schrecklichen Titel hat und ein grandioses Museum ist. Sie glauben nicht, wie viele Freunde ich mir schon gemacht habe im Leben, wenn ich irgendwo gefragt worden bin, was sind Sie denn von Beruf damals? Und ich gesagt habe, ich leite das Deutsche Hygienemuseum. Da haben viele Leute gedacht, ich mache einen Scherz. Wir haben dann versucht, zwischendrin mal in irgendeiner Anwandlung von Schwäche den Titel zu ändern. Das haben wir ganz schnell wieder gelassen, weil ich sehe es auch jetzt an Ihrer Reaktion, dieser Titel ist einfach prägnant. Und die Sammlung und die Intention noch viel mehr. Also es ging, wie Sie wissen, in den 20er Jahren als Offspring, als Idee der Weltausstellung, damals Biologie, Medizin, aber auch Psychologie, Sozialpsychologie zu vermitteln, Eugenik ebenso, und dann ist das im Moment in Rassenwahn abgedriftet und da brauchen wir nicht drüber reden. Aber zumindest sozusagen dieses Umsetzen, das Veröffentlichen von aktuellen wissenschaftlichen Forschungen war Teil der Aufgabe des Hygienemuseums in der Gründungsidee gewesen. Eine grandiose Angelegenheit, die in dem Zusammenwirken von unterschiedlichen Bereichen, Arbeitsbereichen in einem Museum sehr gut funktioniert. Da kommen wir aber nachher nochmal darauf zurück. Was macht für mich ein Museum zu einem Museum? Während Sie jetzt eine Gruppe von Politikern, von denen ich abhängig wäre, geldmäßig abhängig wäre, dann würde ich sagen, David Bowie ist wunderbar. David Bowie ist übrigens wirklich wunderbar. So eine Ausstellung gab es, da komme ich da nochmal drauf, gab es noch nie im V&A, in 160 Jahren nicht, mit so viel Erfolg. Aber das funktioniert nur, ob Sie es jetzt glauben oder nicht, das funktioniert nur, weil wir im V&A eine große, sehr traditionelle, best ausgestattete Sammlung für Theater und Performance haben. Also, das war nicht mal eine schnelle Idee, jetzt machen wir was mit Bowie, sondern es gibt ein Archiv, es gibt eine Substanz, es gibt eine Textil- und Kleidersammlung, also Fashion-Sammlung im V&A, die es relativ leicht gemacht hat, dieses Thema aufzugreifen, auf Forschungsarbeiten zurückzugehen, also jetzt nicht was seine Person anbelangt, sondern was Kostümgeschichte und anderes anbelangt, und es dann zu aktualisieren. Was ein Museum auch braucht, ist eine vernünftige, sehr gut ausgestattete Abteilung für, was man in England Conservation nennen würde, wir Restaurierung nennen. Diese wiederum engstens zusammenwirkend mit dem Kuratorischen. Das klingt wahnwitzig aufregend, ich weiß. Aber das macht ein Museum aus. Wenn Sie eine dieser Komponenten nicht haben, fällt Ihnen dieses komplexe System auseinander. Und darauf bestehe ich. Und je älter ich werde und je mehr Politiker ich erlebe, die glauben, das kann man anders sehen, desto hartnäckiger werde ich. Zumal es auch unter Museumskollegen eine gewisse Dynamik gibt, die sagt, ach, akzeptieren wir doch, dass unsere Städte sich verändert haben, dass wir vielleicht mehr in der Innenstadt Museum nur als Showcase betreiben und unsere Depots bringen wir halt an die Peripherie. Berlin baut ein Deponierungsstädtchen,
ich glaube 17 Kilometer außerhalb, vielleicht sind es auch das 12. Das ist nicht nur Zeit- und Finanzverschwendung, das ist eine Verschwendung von Expertise und Kapazität. Mit anderen Worten, in der Idealsituation, am besten haben wir es eigentlich im Albertinum, wenn ich so direkt in Ihre Richtung schauen darf, im Albertinum in Dresden gehabt, weil wir es dort geschafft haben, den Sammlungsbestand, die Restaurierung und die Kuratoren, naja, sozusagen Wand an Wand leben zu lassen. Und das heißt, wenn Sie zu mir kommen und sich für ein bestimmtes Objekt interessieren, darüber arbeiten, haben wir die Möglichkeit, mit einem Restaurator in den nächsten Raum zu gehen und daran gemeinsam zu arbeiten. Das klingt alles ganz simpel, ist aber in der Umsetzung gar nicht so einfach. Und da kommen wir nämlich jetzt auch zum Punkt, nämlich, weil in der Tat ein Museum, das nicht forscht, über kurz oder lang kein Museum mehr ist. Ich habe immer so das Gefühl, aber das Bild bringe ich jetzt irgendwie seit Jahrzehnten, vielleicht ist es, Sie kennen alle diese Comicstrips, wo einer so über die Klippe hängt und sich ganz schnell bewegt, dass er nicht abstürzt. Sie kommen in so eine Situation im Prinzip mit einem Museum, das nicht forscht. Das funktioniert noch lang gut. Man kann immer von der Substanz zehren, aber wenn Sie nicht aktuell in Themen, mit Themen verbunden sind, wird das nicht funktionieren. Also mit Forschungsthemen verbunden sind. Die Frage ist es andersrum, ob eine Forschungssammlung immer Museum sein muss. Und das bezweifle ich. Es gibt Sammlungen, die in der Tat eine große wissenschaftliche Wirkung haben. Es gibt Sammlungen, die eine Strahlkraft haben. Es gibt Sammlungen, die für ein Fachpublikum überaus wichtig sind, aber denen das abgeht, was normalerweise ein Museum interessant macht, nämlich auratische, authentische Objekte, die den Besucher anziehen, die dem Besucher was vermitteln und nicht nur dem Fachbesucher. So etwas Ähnliches habe ich vor vielleicht 10 Jahren in einer vollkommen missglückten Rede in der Humboldt-Universität gesagt, zu der mich Horst Bredekamp eingeladen hat. Ich habe immer den Eindruck, seitdem haben wir ein etwas abgekühltes Verhältnis, weil es damals auch um die Einrichtung des Helmholtz-Zentrums ging. Und ich bin ein großer Fan des Helmholtz-Zentrums und war mit beiden, also mit Herrn Brüning und Herrn Bredekamp, glaube ich, dort auch immer einer Meinung, dass man in die Richtung arbeiten muss. Die Frage ist nur, was kann man wirklich erwarten? Kann man es schaffen, in dieser Bias-Situation sozusagen eine attraktive Sammlung zu haben und gleichzeitig ein attraktives Museum? Und ich finde, da sollten wir mal heute Abend drüber reden, wenn Sie mit einverstanden sind. Und bitte stellen Sie mir Fragen dazu, weil ich das Thema eher einkreise, als dass ich es jetzt sozusagen auseinander dividiere oder splittere. Mir ist es vielleicht war es der Schwabenbonus, obwohl die Dame eigentlich gar nicht schwäbisch sprach oder spricht, nämlich die ehemalige Wissenschaftsministerin, die irgendwann mal ins grüne Gewölbe nach Dresden kam und wir sie so lange beredet haben und nicht mehr rausgelassen haben, bis sie tatsächlich damals zugesagt hat, also nicht an dem Abend, sondern später, dass ein Forschungsprogramm aufgelegt wurde für Museen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Museumssammlungen, ich rede jetzt wieder über die Museumssammlungen, dass Museumssammlungen absolute Wissensspeicher sind. Ist es schlecht mit der Akustik dort hinten? Absolute Wissensspeicher sind, was immer das Wort bedeutet, dass man die Sammlungen zugänglicher machen sollte, dass sie vor allen Dingen auch wichtig sind für, nicht nur für die Kunstgeschichte, nicht nur für die Geschichte. Da geht es auch um die Naturwissenschaften, da geht es um Chemie, da geht es um Physik. Ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, das ist jetzt ein schlechtes Beispiel, aber als meine Kinder noch kleiner waren, habe ich immer das National Geographic für meine Kinder gekauft. Ich habe mir immer die Bilder angeguckt und ich habe wirklich die Artikel gelesen dann. Und da gab es so Berichte, die etwas scary waren über Tiefseeforschung. Und so drin stand, man weiß, dass da unten was ist, aber man weiß nicht genau, was da unten ist. So erschienen wir immer so unsere Depots etwas ähnlich in dieser Art. Man wusste, da unten ist was ganz Besonderes, aber was es im Detail ist, und außer dass es sicherlich gut inventarisiert ist, aber was es in Wirklichkeit bedeutet, wenn man damit arbeiten würde, wenn man die Finanzen hätte, die Ausstattung hätte und die richtigen Leute hätte, den Eindruck habe ich bis heute, das bin ich nie losgeworden. Das kann ein Museum in eigener Kapazität nie schaffen.
Dazu brauchen Sie die enge Zusammenarbeit mit Academia. Dazu brauchen Sie die Zusammenarbeit mit den Universitäten und Forschungsbereichen. Und da kommt auch sozusagen die enge Verbindung dann zu unserem Thema, weil ich der Meinung bin, dass die Museen sich absolut viel mehr für die Forschung öffnen sollten. Das habe ich in Dresden lange versucht und heute ist ein besonderer Tag in Dresden, denn heute ist die Wissenschaftskommission in Dresden, um zu evaluieren. Das erste Mal, ich hoffe, drücken wir die Daumen, dass es gut gelaufen ist heute. Dennoch, es sind verschiedene Kulturen und Wolf Lebnis, drei Kulturen lassen sich hier, glaube ich, besonders gut anwenden. Die Museumskultur und die Wissenschaftskultur, eindeutig. Und zwar geht es eigentlich darum, qui bono, wem nutzen wir? Für wen ist was da? Und das klassische Museum, die klassische Museumssammlung, lassen wir mal die fürstlichen Museen ein wenig beiseite, aber auch nur ein wenig, ist eindeutig an einem Publikum ausgerichtet gewesen, ist für einen Sammler eingerichtet worden, ist von einem Connoisseur eingerichtet worden und hatte immer einen sehr starken ästhetischen Aspekt, der in der Vermittlung besonders wichtig ist. Die Frage ist, ob dieser Schauwert auch für eine wissenschaftliche Sammlung tatsächlich gilt. Ob dieses wirklich umsetzbar ist. Das geht so ein bisschen auf Boris Kreuz zurück, da die Frage immer wieder in unterschiedlichen Zusammenhängen stellt, ob dieser Schauwert tatsächlich mit einem Publikum zu verbinden ist. Was will man mit einem Wissenschaftsmuseum erreichen? Was kann man mit einem Wissenschaftsmuseum erreichen? Forschung präsentieren? Ja, das kann man mit Sicherheit. Und das, denke ich, ist auch, kommen wir nachher nochmal drauf zurück, aber das ist auch bitter notwendig, denke ich, in der Bundesrepublik. Die Lehre visualisieren, haptischer machen, verständlicher machen, sicherlich auch, aber da denke ich, da gibt es im Jahre 2013 auch andere Methoden, um dieses attraktiv umzusetzen. Forschung, Lehre und ein Publikum zusammenzubringen, ich glaube, da wird schon wieder interessanter. Also das, was Sie in Ihren Papieren auch neudeutsch als Outreach bezeichnen, ich wusste noch gar nicht, dass das Wort in Deutschland schon angekommen war, was immer auch Outreach ist, aber das heißt auf jeden Fall sozusagen den eigenen Arbeitsbereich verlassen und nach außen gehen, Verständnis zu erwirken für das, was man macht in der eigenen Arbeit. Ja, das können Sie wahrscheinlich auch damit erreichen. Forschung, Lehre, Publikum und vielleicht die Medien noch zusätzlich, also das heißt in den Medien attraktiver sein, mehr in den Medien erscheinen, auftauchen, eine Rolle zu spielen, weil die Wissenschaftsthemen, wenn es nicht was ganz Spektakuläres sind, ist eigentlich kaum in den Medien wahrgenommen werden. Nochmal, Forschung, Lehre, Publikum, Medien heißt wahrscheinlich so etwas wie mehr gesellschaftliche Akzeptanz erreichen zu wollen. Ist es tatsächlich das, dass Sie gesellschaftliche Akzeptanz erreichen wollen mit einer Sammlung hier in Göttingen? Wenn es das ist, dann ist es sicherlich der richtige Weg. Die Frage ist nur, erreichen Sie das mit einer Sammlung, so wie sie bisher besteht? Ich weiß gar nicht, ob es Ihnen so recht ist, wenn ich so sehr auf die aktuellen Verhältnisse hier eingehe, aber ich denke, damit wir nachher eine spannende Diskussion haben. Das heißt, Sie haben ja 30 sehr disparate Sammlungen. Und ich unterstütze Sie in jeglicher Hinsicht, ich würde es auch sofort in allen Medien sagen, darin, wenn Sie sagen, das muss alles inventarisiert werden, das muss zugänglich sein, das muss im Netz sein, damit muss man arbeiten können im Netz und so weiter und so fort. Das muss für ein breites Publikum zugänglich sein, aber nochmal, wir leben im Jahre 2013, dieses Publikum muss dazu nicht nach Göttingen kommen, sondern das kann in Anchorage oder in Neuseeland sitzen und Laptop daran arbeiten. Das ist ja das Schöne an diesen inventarisierenden Archivierungen in diesen Zeiten, um dann tatsächlich nach Göttingen zu kommen, um die Sammlung, die authentische Sammlung zu sehen und damit zu arbeiten, wenn es ein Interesse dafür gibt. Was macht diese doch relativ heterogene Sammlung einzigartig? Ich glaube, das ist die Frage, die Sie sich stellen sollten. Also wenn ich jetzt etwas rüberkomme, eher wie so ein Marketingberater, dann müssen Sie es einfach akzeptieren, aber das sind die Fragen, die ich Ihnen tatsächlich gerne heute Abend stellen möchte. Vor allen Dingen, wenn ich hier mit den Auftakt für eine Diskussion der nächsten Wochen wohl biete.
Die Frage ist wirklich, was macht es einzigartig? Weshalb wollen Sie haben, dass ein Besucher nach Göttingen kommt, um diese Sammlung zu sehen? Ich glaube, wenn Sie die Frage nicht beantworten können, können Sie sie noch so wunderschön präsentieren, können Sie noch so ein attraktives Gebäude haben, können Sie noch so eine interessante Szenografie haben, aber es wird Ihnen nicht gelungen, den David Bowie, auf jeden Fall den Effekt zu erreichen, dass man nach Göttingen fährt, um diese Sixtinische Madonna zu sehen oder was auch immer. Den grünen Diamanten, es sind so viele Dresden im Raum, jetzt komme ich nicht mehr von Dresden weg. Das heißt, dass Sie brauchen schon, und es ist jetzt nicht mal unbedingt, ich halte nicht viel von diesem Marketingzauber, aber Sie müssen schon was haben, was diese Sammlung und diesen Kontext einzigartig macht. Und das ist, keine Frage, die Aufklärung. Eindeutig, dieser historische Bezug ist nicht nur überzeugend, sondern ich denke in unserem Jahrhundert umso wichtiger. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mit dem Thema Aufklärung mich in China ausgiebig beschäftigen konnte und dann vor allen Dingen wiederum in der deutschen Presse. Also das heißt, das Thema Aufklärung wieder mehr in das öffentliche Bewusstsein rücken, um es ganz simpel zu sagen, zu einem Gegenstand zu machen, Objekte zu haben, die dieses Thema symbolisieren und auch sozusagen dann in eine Debatte zu tragen. Das war ein schlechter Satz, aber ich habe Sie vorher schon gewarnt, das war jetzt so ein Mischmasch. Ist sicherlich etwas, was ich zumindest aus meiner bescheidenen Sicht von außen als etwas Besonderes sehen würde, als was Authentisches. Gehen wir noch ein Stück weiter. Welche der Sammlungen sind denn besonders relevant? Jetzt ohne irgendjemand zu nahe treten zu wollen, eine Münzsammlung dürfte vielleicht nicht unbedingt die Sammlung sein, für die jetzt ein großes Publikum nach Göttingen kommt. Auch Gipsabgüsse, ich bin froh, dass Sie es überhaupt aufbewahrt haben. Ganz viele haben sie ja verkauft, verschenkt oder sogar zerstört, was vielen Museen heute wirklich extrem leid tut und die sehr bedauern, dass es hier Gipsabgüsse gibt. Ist sicherlich für sie eine Stärke. Was allerdings wohl tatsächlich eine ganz große Besonderheit aufweist, ist die Cook-Forstersche Sammlung. Und damit haben Sie natürlich einen Mann der Aufklärung und einen Zeitkontext, wenn man das so sagen kann, den man wirklich genau beleuchten muss, wo man ein Brennglas drauflegen kann. Und der möglicherweise, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll, aber tatsächlich sowas wie ein Kernbereich sein kann, der dann in andere Bereiche hineinwirkt, auch in andere wissenschaftliche Bereiche. Es geht ja nicht nur um die Errungenschaften der Aufklärung, sondern es geht auch um die Schattenseiten der Aufklärung, zu denen nicht zuletzt der Kolonialismus zählt. Das sind alles Themen, die Sie wunderbar mit einer solchen Sammlung beginnen können. Was auch noch dazu kommt, ist es, dass Sie andere Museen haben, mit denen Sie von Anfang an Partnerschaften eingehen können. Wenn ich mich recht erinnere, hat das Pitt Rivers Museum eine wunderschöne Cook-Forster-Sammlung. Viele andere, ich bin wirklich kein Experte in dem Bereich, aber ich glaube, er war äußerst jung, als er der Royal Society beitrat. Ich denke auch, die Royal Society wäre sozusagen ein interessanter Partner für ein solches Thema. Ich möchte es nur als Beispiel wählen. Ich würde jetzt nicht hergehen wollen als Reingeschneider, wenn man im Süddeutschen sagen würde, und sagen, gehen Sie doch in diese Richtung. Absolut nicht. Sie haben vielleicht ganz andere Themen. Ich möchte nur sozusagen plausibel erklären, weshalb ich der Meinung bin, man muss fokussieren, man muss sich auf Themen einlassen und dann in die Tiefe gehen, auch forschungstechnisch in die Tiefe gehen, um attraktiv zu sein, um gut zu sein. Denn zum Schluss geht es wirklich, und ich glaube, da jetzt wieder die Referenz nach Dresden, geht es einfach um Qualität in der Sammlung, um Qualität in der Umsetzung, um Qualität in der Vermittlung, um Qualität im Lernprogramm und vieles andere mehr. Und das ist ein Beispiel, von dem ich glaube, dass es die Kapazitäten aufweist, die Sie bräuchten. Die Frage ist halt auch, damit bin ich jetzt auch wieder ein wenig näher beim Victoria and Albert Museum, beziehungsweise in meinem South Kensington
Campus, der übrigens Albertopolis hieß. Ja, aber das Schade ist, dass das kein Mensch weiß. Das ist irgendwie, ich habe es auch erst dort gelernt, als ich schon angefangen hatte zu arbeiten. Aber es ist vielleicht auch eine Frage des englischen Understatement, dass man gar nicht über diesen Erfolg redet, sondern das einfach hinnimmt. Die Frage ist halt, ob eine solche Sammlung nur attraktiv ist, wenn sie die historische Dimension zeigt. Ich gehe doch davon aus, dass Göttingen im Prinzip jeden Tag was zu bieten hat, wenn es darum geht, Forschungsergebnisse zu vermitteln. Die Frage ist doch auch, die man an der Stelle stellen muss, ob so ein Museum, deshalb ist die Frage, wie das richtige Wort dafür ist, aber Museum passt schon immer. Ich finde es mit dem Haus so schwierig. Wenn man nicht so richtig weiß, was man sagen möchte, sagt man lieber Haus. Haus des Wissens. So ein bisschen wie Bräuninger Land. Ja, da gibt es so einen ganz anderen Aspekt, den wollte ich eigentlich nicht sagen, aber sagen doch, für manchen Bürgermeister nach 1933 das Wort Museum nicht deutsch genug. Und deshalb wurde so manches Museum in Haus des umgenannt. Deshalb, da ich meine Promotion über das Thema gemacht habe, bin ich jedes Mal, wenn ich sowas höre, kriege ich so einen kleinen, aber jetzt soll man nicht die Sprache für die Politik verhaften, das meine ich damit nicht. Aber die Frage ist doch, ob solch ein Museum nicht mindestens genauso nach vorne gerichtet ist wie in die Vergangenheit. Die Frage ist doch, ob es nicht viel eher sozusagen aus der aus der Vergangenheit in die Zukunft gehen. Aber ob es nicht viel eher sowas wie Expeditionen gewidmet ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Kuhpfostersche, sondern auch sozusagen den Wissenschaftsexpeditionen dieser Tage und der Zukunft. Dass es so ähnlich ist wie das, was Cook und Foster gemacht haben, nämlich der Versuch, das zu vermitteln, dem englischen Königshaus und anderen zu vermitteln, was hier gerade geschieht auf der Welt, ob es nicht auch für sie notwendig ist, ich kenne mich zu wenig aus im Forschungsbereich in Göttingen, ob es nicht für sie wichtig ist, so eine Plattform zu haben und auszunutzen, um zu erklären, an was sie arbeiten, woran sie arbeiten wollen, und wie sie das auch einem breiten Publikum vermitteln, eben nicht nur Experten für Experten, ohne gleich jetzt in Bildungsprogrammen, Vermittlungsprogrammen, Outreach und Impact und was weiß ich alles zu gehen, sondern einfach zu sagen, das ist das, was wir Ihnen anbieten, so arbeiten wir in der Zukunft, an diesen Themen sind wir dran. Mich hat das persönlich immer extrem interessiert. Und ich kenne kein einziges Haus, zumindest in Deutschland oder auch in Europa, das diesen Versuch unternommen hat. Ich rede nicht über Science-Museen, nicht, dass man, ich vermute, dass Sie darüber schon geredet haben. Also Science-Museen meine ich wirklich nicht. Es geht nicht um die Hands-on-Vermittlung von Inhalten, sondern es geht wirklich um komplexe Themen. Richtig komplexe Themen, die man öffentlich macht und für ein Publikum zumindest, wie soll ich sagen, also Awareness kreieren, so ein Bewusstsein dafür, also Aufmerksamkeit kreieren, das meine ich damit. Und ich glaube, Göttingen wäre für so ein Experiment ein wunderbarer Ort. Dann haben Sie halt sozusagen die Vergangenheit als grandiose Basis. Und ich glaube, dass es selbstverständlich ist, dass heute mit diesen technischen Möglichkeiten kein Mensch Ihnen widersprechen würde, wenn Sie sagen, wir wollen diese 30 Sammlungen, oder vielleicht sind es ja sogar noch mehr. Wir wollen diese zusammenfassen, digital, zugänglich machen. Jeder kann damit arbeiten. Das ist Business as usual heute. Die Frage ist, wie setzt man es um in dieses Expeditionshafte für die Zukunft? Und ich finde, da bietet sich Foster doch absolut als Patenonkel an, oder? Nochmal, weshalb haben Sie mich gefragt und weshalb müssen Sie mich jetzt heute Abend aushalten? Ich glaube, was mich wirklich immer interessiert hat und vielleicht ist es mir mit der einen oder anderen Ausstellung auch ganz gut gelungen, ist in der Tat Wissen so zu vermitteln, dass es für jemand zugänglich ist. Und das heißt nicht immer eins zu eins zu vermitteln. Bloß um ein paar Beispiele zu bringen.
Wir haben in Dresden 1994 oder so im Deutschen Hygienemuseum eine Ausstellung gehabt, die vielleicht einer der besten war, an der ich jemals beteiligt war. Bodo Baumunk hatte die damals gemacht und sie hieß Darwin und Darwinismus. Ich glaube, das ist die einzige große Ausstellung war, die jemals große Ausstellung, die jemals zum Thema Darwin gemacht worden ist. Die Ausstellung war grandios. Auch von der Umsetzung her, auch von der Objektlage. Unseren Kollegen, meinen Kollegen ist es gelungen, wirklich Objekte nach Dresden zu holen, von denen wir überhaupt nicht mal geglaubt haben, dass es sie noch gibt. Das war spektakulär, die Umsetzung war spektakulär. Um was ging es genau? Es war 1994, Survival of the Fittest, die Wiedervereinigung gerade hinter uns im Osten Deutschlands, die Frage, wie geht es weiter? Sie konnten nirgendwo in dieser Ausstellung lesen, dass es möglicherweise um ein Ost-West-Verhältnis ging und wer sich durchsetzt in diesen Zeiten. Aber jeder, der ein bisschen mitdenken konnte, wusste, dass es hier auch um eine gesellschaftspolitische Fragestellung ging, genau wie im 19. Jahrhundert halt auch. Es war Wissenschaftsgeschichte, es war Objektgeschichte, es war Gestaltung von hoher Qualität. Aber es waren viele große Fragezeichen in dieser Ausstellung, unser Alltagsleben und unsere Gegenwart und unsere Zukunft betreffend. Und das hat die Ausstellung so stark gemacht. Lassen Sie mich ein Gegenbeispiel bringen. Das ist nicht besonders schicklich, wenn man die positiven Beispiele aus der eigenen Arbeit holt und die negativen von anderen. Deshalb erzählen Sie es bitte nicht weiter. Ich war vorletzte Woche in New York im Metropolitan Museum in der Punk-Ausstellung und bin mit großer Erwartung dorthin gegangen, zumal dieselben Kollegen vor zwei Jahren die phänomenale Alexander McQueen-Ausstellung gemacht hatten, die ja ein irrwitziges Publikum gezogen hat. Erzähle ich Ihnen gleich noch eine Geschichte dazu, zum Abschluss. Und diese Punk-Ausstellung ist eine absolute Enttäuschung, weil sie zwar wunderschöne Objekte zeigt, vor allen Dingen Mode, wie Punk adaptiert wurde, von Vivienne Westwood angefangen und dann weiter bis heute. Aber es hat nichts, sagt nichts über den Dreck, über den Streit, über die Bösartigkeit, über die Anarchie, über das absolut aus der Gesellschaft sich ausgrenzen wollen, dass überhaupt diese Inspiration gab für diese Art von Ästhetik, die aus der Punkbewegung kam. Was sie dann haben, ist wirklich banal. Was sie dann haben, ist wirklich sozusagen ein Abbild, aber sie haben nicht mehr die Wurzeln dazu. Das heißt, was immer Sie machen in einem solchen Projekt, funktioniert nur, wenn Sie sozusagen den Kontext erklären, wenn Sie den wissenschaftlichen Zusammenhang erklären, wenn Sie sich nicht nur auf die Objekte beziehen, sondern auch auf den historischen Kontext. Und das, denke ich, können Sie leisten mit dem, was Sie hier haben, an Expertise, an Sammlung und vor allen Dingen natürlich auch an Zukunftsprojekten. Ich will Ihnen zum Abschluss noch zwei ganz kurze Geschichten erzählen, weil es natürlich schon auch darum geht, eine Stadt attraktiv zu machen. Da haben wir beide gerade noch darüber geredet. Jetzt komme ich ein bisschen ins Plaudern, aber unterbrechen Sie mich dann. Ich war vor zwei Terms Präsident des Deutschen Museumsbundes von 96 bis 2000, 95 bis 2003. Das war die Zeit, in der das Guggenheim in Bilbao eröffnet wurde. Sie können sich nicht vorstellen, wie viele Bürgermeister, Staatssekretäre und was weiß ich alles bei mir angerufen hat, in meinem Büro um zu sagen, mein Minister möchte auch gerne ein Guggenheim bei uns haben. Also das heißt, man sollte schon ziemlich das machen, was sozusagen man sollte seine Limits kennen. Man musste noch was anderes dazu wissen, um Guggenheim Bilbao richtig zu verstehen. Ich weiß nicht, ob Sie Bilbao mal gesehen haben, bevor das Guggenheim gebaut worden ist. Das Beste an Bilbao war die Autobahn, um schnell wieder abzuhauen. Was an Bilbao so interessant ist, ist das, dass es damals einen Bürgermeister bzw. einen Politiker gab, ich glaube, er war nicht Bürgermeister, der es einfach geschafft hat, viele Bereiche in dieser Stadt relativ kurzfristig zu verändern. Da gehörte die Wissenschaftslandschaft dazu, da gehörte die Kultur dazu, da gehörte aber auch die Mobilität und vieles, die Sicherheit dazu. Das heißt, wenn Sie was erreichen wollen, reicht ein Schaufenster
nicht. Das muss dann schon eine Auswirkung haben in andere Bereiche hinein. Das finde ich schon wichtig. Ich wollte jetzt eigentlich noch ein David Bowie-Beispiel bringen, aber lassen wir das, weil das ist sonst so zu sehr aus dem eigenen Haus. Hier erzähle ich noch eine andere Geschichte zum Abschluss. Ich finde, das ist zu dem Thema, wie macht man was attraktiv, perfekt. Diese Alexander McQueen, für die, die Alexander McQueen nicht kennen, er ist Modedesigner gewesen, hat sich leider umgebracht vor 2 Jahren, ein sehr exzessives Leben geführt. Sie kennen wahrscheinlich alle diesen Frog, den Kate Middleton getragen hat bei der Hochzeit, den hat der Design bzw. seine Company. Und im Metropolitan Museum ist eine Ausstellung gemacht worden, die wirklich unglaublich war. Muss man schon lassen. Über ihn und über sein Werk. Das war am Anfang, kurz bevor ich nach London kam, hatte man mich gefragt, ob ich mit New York verhandeln könnte, die Ausstellung nach London zu holen. Ich war für einen Tag in New York mit meiner Frau, wir sind umgestiegen, hatten 8 Stunden Zeit, die Ausstellung zu sehen. Viele von Ihnen sind sicherlich schon mal in die USA eingereist. Sie kommen an diesen Immigration Officer, der meistens schon sozusagen das hergibt, was sein Berufsbild auch ist. Und er sagte, einen Tag in New York, was machen Sie hier? Dann habe ich gesagt, wir sind hier, um eine Ausstellung anzuschauen. Dann guckte mich an mit strengem Blick und sagt, nein. Ich sage, was? War wirklich erschrocken, man hat ja irgendwie doch immer ein bisschen Angst, wenn man dachte, wenn man älter wird, hört es auf, aber das bleibt komischerweise. Dann sagte ich, was meinen Sie damit? Und er sagt, die Ausstellung ist ausverkauft und wird übrigens Montag geschlossen. Wir hatten weder Alexander McQueen noch Metropolitan erwähnt. Dann dachte ich, ich war perplex. Dann habe ich sozusagen meine Trumpfkarte gezogen und habe gesagt, aber ich kenne den Kurator, Andrew Bolton, und bin heute Mittag um 15 Uhr mit ihm verabredet. Dann kriegt er so einen ganz verklärten Blick und sagt, ach Gott, wenn das meiner Frau erzähle, sie hat es 3-mal versucht, ich habe es 2-mal versucht und wir sind nicht reingekommen. Hat mir den Stempel gegeben und ich bin weggegangen. Was ich damit sagen will, ist jetzt wirklich eine banale Geschichte, aber ich mag die Geschichte gern. Weil das heißt, wenn man was verändern möchte in der Stadt, wenn man sowas erreichen möchte, dass eine Stadt für was steht, für was brennt, für was nach außen trägt, dann müssen Sie im Prinzip wirklich jeden überzeugen. Vom Taxifahrer bis zum Nobelpreisträger. Sie wissen, was ich meine, jetzt höre ich auf und Sie stellen mir Fragen und dann gehe ich gerne weiter drauf ein. Vielen Dank. Bitte. Ja, Sie haben uns erzählt, warum in Ihrer Meinung es ist wichtig, dass Wissenschaftler für das Museum helfen, sodass die Sammlung gut so verteidigt ist und verbessert und so weiter. Können Sie ein bisschen erzählen von Ihrer Erfahrung für Wissenschaftler? Was haben Sie von zum Beispiel V&A gekriegt? Also warum sind die Wissenschaftler interessiert und warum benutzen sie wirklich eine Sammlung? Ja, das ist, die Frage ist schwierig, weil in der Tat die Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftsbereich eigentlich nur dann funktioniert, wenn wir auf die Wissenschaften zugehen. Also das heißt, man sucht sich sozusagen eine Gruppe von Experten für ein bestimmtes Thema und das ist dann gleichsam der Weg in die Sammlung, in die Zusammenarbeit. Also Sie sagten das Thema Tudor, Stuarts, und die Russian Tsars, dann arbeiten sie natürlich mit, nicht nur mit den Kollegen im Kreml zusammen, sondern mit denjenigen, die eine gewisse Expertise in dem Forschungszusammenhang haben. Aber es passiert selten oder fast gar nicht andersherum, dass im Prinzip die Wissenschaften auf uns zugehen und sagen, wir hätten da was für euch. Das war ein schönes Thema. Vielleicht hängt es mit dem französischen Akzent zusammen, aber den man fast gar nicht hört. Aber ich war eine Zeit lang in Paris tätig, nach meiner Promotion.
Und habe dort eigentlich am meisten von Göttingen mitbekommen, weil nicht wenige aus Göttingen damals an der Maison de Sciences de l'Homme waren. Historiker. Und die, ich glaube, wenn es zu dieser Zeit überhaupt so etwas gab wie einen starken Einfluss der Historiker auf die Museumsarbeit, dann war das der Historikerstreit und die folgenden Jahre. Dann war das die Gründung des Deutschen Historischen Museums mit all den Widersprüchlichkeiten. Das ist in meiner eigenen Biografie, würde ich sagen, der einzige Punkt, wo sich die Wissenschaften und die Sammlungen, die Objekte, die Objektkultur wirklich hart begegnet sind, also im positiven Sinne begegnet sind, wo wirklich so etwas wie ein Diskurs stattfand oder eine Debatte stattfand. Und ich vermisse das. Ich würde mir wünschen, dass das in anderen Bereichen mindestens genauso gegeben hätte, wenn nicht noch intensiver. Weitere Fragen? Sie sagten vorhin, dass sich nicht jede Sammlung eigentlich für ein Museum, speziell für ein Wissenschaftsmuseum, wahrscheinlich eignet. Andererseits haben Sie dann ausgeführt, finde ich auch sehr überzeugend, dass eigentlich die Attraktivität eines Museums vielmehr von dem Thema abhängt, also von der Fragestellung, die man aufwirft. Es ist nicht so, wenn wir dann, sage ich mal, eine relevante Frage entwickeln, eine Problemstellung, die die Leute interessiert, begeistert, dass dann auch eine Münzsammlung, sei sie a priori auch noch so langweilig, vielleicht interessant werden kann. Also dass es eigentlich jede Sammlung doch sein kann, die sich eignet letztlich. Es vielmehr doch von der Fragestellung abhängt und von dem Thema und wie man es aufbereitet. Ja, das war jetzt vielleicht auch wieder mal so typisch, dass man dann als erstes gegen die Münzsammlung irgendwie ausspricht. Das hängt wahrscheinlich dazu zusammen, dass mein Vorgänger im V&A, Mark Jones, Numismatiker ist und ich mich jetzt sozusagen an ihm heimlich gerecht habe. Nee, stimmt nicht, ich mag ihn sehr gerne, wir haben ein gutes Verhältnis. Aber es ging nicht darum, dass da möglicherweise eine Sixtinische Madonna unter den Münzen wäre. Das meine ich damit nicht. Was ich damit gemeint habe, ist eher ein Sammlungsbestand, der rar ist, der was Besonderes ist, der die Stadt eher oder die Akademie oder die Geschichte der Universität oder die Geschichte der akademischen Sammlung, die es ja hier doch seit vielen Jahrhunderten gab. Ich weiß gar nicht, wann ist sie überhaupt gegründet worden? Das ursprüngliche Museum, die akademische Sammlung? 1773. Also, das ist natürlich schon irgendwas. Das bedeutet, wenn Sie... Mir geht es jetzt nicht um Marketingfragen. Mir geht es nicht darum zu sagen, man muss jetzt ein spezielles Thema haben, an dem man sich festmacht. Meine ich überhaupt nicht. Aber wenn Sie sozusagen mit einer Besonderheit jemand hierher holen möchten, damit meine ich jetzt nicht nur ein breites Publikum, sondern auch Experten, dann brauchen Sie natürlich ein Thema, das es ausschließlich hier gibt. Münzsammlung bekommen Sie auch in anderen, sehen Sie auch in anderen Orten. Deshalb habe ich dieses Krug-Förster-Beispiel ausgewählt. Das war jetzt nicht, um die Münzsammlung kleiner zu machen oder Gipsabgüsse oder vieles andere mehr, sondern da können Sie dann den Kontext wiederum herstellen und die Verbindung zu anderen Museen, zu anderen Sammlungen. Aber Förster ist halt nun mal in der Tat ein Unikat, aus dem man mit Sicherheit eine ganze Menge entwickeln kann. Aber das ist mein rascher Draufblick. Da dürfen Sie, wenn Sie weiter nachfragen, kann man da sicher, wie soll ich sagen, es braucht dann sicherlich mehr Begründung noch dafür, als das, was ich jetzt gerade nur angeschnitten habe. Ich finde halt diese Idee, dass man aus der Vergangenheit in die Zukunft Expeditionen bildet, das ist das, was es braucht. Und das haben Sie natürlich leichter an so einem Thema wie bei Förster, der Verbindung zur Aufklärung, der politischen Dimension und dem, was Sie in Zukunft erreichen können oder wollen. Wie ich jetzt das zu Ihnen nach innen bringe, weiß ich nicht. Sie haben unter den Funktionen des Wissenschaftsmuseums ja verschiedene erwähnt, unter anderem auch, dass für die Wissenschaft, für die Forschung Akzeptanz in der Öffentlichkeit geschaffen werden könnte. Wenn wir uns jetzt ein paar aktuelle Forschungsfelder vorstellen, beispielsweise Molekularbiologie, Gentechnologie, dann ist meine Frage,
wieso hat bei Ihnen der Begriff Diskurs gefehlt? Sind Sie der Meinung, dass solche Museen diese Funktion nicht erfüllen können oder nicht erfüllen sollen? Das war die Frage. Also Diskurs habe ich sogar gesagt, aber relativ spät. Ich kann jetzt sozusagen zwei verschiedene Antworten geben. Ich kann eine geben, die für mich dann bequemer ist, und die andere, wo wir dann uns ein bisschen weiter streiten können. Die eine würde heißen, ich glaube, dass es mit der gesellschaftlichen Akzeptanz vollkommen überschätzt wird. Ich verteidige mittlerweile sowas wie ein Expertenwissen, das man nicht sofort umsetzen kann und nicht sofort einen gesellschaftlichen Diskurs darüber führen kann, sondern sie brauchen tatsächlich zuerst sowas wie ein fundamentales Wissen, um überhaupt vernünftig erklären zu können, was passiert. Ich glaube, wir haben es geschafft, in einigen europäischen Ländern sozusagen mit dem Diskurs Dinge eher zu stoppen, als sie zu fördern und politisch vielleicht unter Umständen auch falsche Entscheidungen getroffen. Das lassen wir uns mal so im Raum stehen, aber können Sie jetzt gleich noch ein bisschen nachbohren. Aber ich finde, dass es was braucht, was sozusagen darüber steht, über dem sofortigen Diskurs. Nämlich, dass man einfach erklärt und nicht immer wasserdicht erklärt, wo es hingehen wird in der Zukunft, welche Themen relevant sein könnten für uns, an was man arbeiten will, an was man arbeiten möchte. Ich finde schon, dass sowas fehlt. Es geht nicht immer darum, sich gleichzeitig zu verteidigen und sagen, wir machen das aus dieser oder jener Relevanz und stellen gleich unser Wissen zur Debatte. Aber sowas wie transparent zu sein in dem, was man machen möchte oder was man vorhat, das finde ich schon nicht schlecht. Der Diskurs kommt anschließend. Wir haben jetzt nicht rausgeredet, hört sich ein bisschen an wie rausreden, aber wollte eigentlich gar nicht. Sagen Sie was. Nein, das ist ja eine klare Positionierung und ich bin da etwas anderer Meinung, weil ich denke, gerade aus der Funktion heraus, dass hier sozusagen aus der Vergangenheit die Entwicklung des Wissens darstellen, ist natürlich auch schon eine gewisse Reife in den Produkten sozusagen vorhanden und deswegen auch dem Diskurs eigentlich, müsste eigentlich besser zugänglich sein. Das ist ja genau die Funktion eigentlich des Museums. Insofern könnte ein solches Museum ja durchaus auch für die Wissenschaftler interessant sein, nicht jetzt um eine endgültige Lösung zu finden, sondern um den Dialog mit der Öffentlichkeit zu führen. Gut, aber davon bin ich jetzt irgendwie stillschweigend ausgegangen. Also dass ein Museum hat einen Forumscharakter, das geht gar nicht anders. Also zumindest das Museum, so wie ich es verstehe, ist... Also vielleicht hätte ich davor noch was dazu sagen sollen. Ich meine, außer diesen vier Komponenten, die ich am Anfang genannt habe, und diesen klassischen Komponenten, dass es ums Sammeln, ums Forschen, ums Bewahren, ums Vermitteln geht, was sicherlich sinnvoll ist, dass man ein Museum so definiert, auch wenn es immer etwas langweilig klingt, aber das ist sozusagen die internationale ICOM-Definition und die stimmt einfach. Aber ein Museum ist darüber hinaus, ich will es jetzt nicht banalisieren, nicht falsch verstehen, aber ein Museum ist wirklich noch viel, viel mehr. Also ich bin über jeden Besucher froh, der bei Regen, und dann gibt es ja hier und da mal in London, zu uns ins Museum kommt. Ich schweife jetzt ab, aber ganz bewusst, was wir in den Nationalmuseen in England haben, ist das, dass wir keine Eintrittsgelder verlangen. Das ist genial. Ich meine, ich habe in Dresden lange genug dafür mit Politikern gekämpft, dass wir dasselbe machen. Wir haben dieses Jahr eine Besuchermenge, also wir haben es verdreifacht, ähnlich wie in Dresden auch, verdreifacht in den letzten 10 Jahren und haben damit den Effekt, dass ganz, ganz viele junge Leute reinkommen. Vor allen Dingen zur Ausstellung, wie falls Sie nachgoogeln wollen, eine Ausstellung hieß The Power of Making. Das sagten mir, das war so ziemlich die erste Ausstellung, die ich eröffnet hatte, sagten alle, ach, das ist jetzt aber schade, dass du so eine trockene Ausstellung eröffnen musst. Ich weiß nicht mehr, was die vorherige war, das war ein Blockbuster. Die Power of Making hat alles geschlagen, besuchsmäßig. Also von der Größe her und zu der Zeit. Und ganz, ganz junges Publikum. Es ging einfach darum, um Fragestellungen, wie wird was gemacht. Da gab es keine Hierarchie, da gab es keine Zeitleiste, sondern dann mal einfach einige Beispiele ausgewählt. Diese englischen Steinmauern, die in England auf dem Land überall zu sehen sind. Eine uralte Technik, wie wird das gemacht?
neben Textildesign, neben was damals noch ziemlich am Anfang war, die dreidimensionalen Printer. Man sind wahrscheinlich tausende von Leuten bloß für diesen dreidimensionalen Printer gekommen. Und so. Also das heißt, was man schon erreichen musste mit viel Gespür und Hingabe und Liebe für die Öffentlichkeit, ist, dass man Menschen in die Räume holt. Und das ist nicht immer nur das Thema. Also was ich, das sind alles irgendwie ein bisschen an den Haaren herbeigezogene Beispiele, aber das sind halt meine eigenen. Es gibt, wenn Sie mal ins W&A kommen, sehen Sie, es ist einen wunderschönen Innenhof mit einem kleinen ovalen Pond. Als ich vor 2 Jahren an einem heißen Sommertag ins W&A fuhr, um zu verhandeln, war bevor ich anfing, kamen viele Leute aus der U-Bahn-Station in South Kensington mit einem Handtuch unter dem Arm und Kindern. Da dachte ich, die gehen in Hyde Park zum Schwimmen. Komischerweise gingen die alle von mir her ins Museum und haben sich in den Innenhof gelegt und die Kinder haben in den Pond gespielt und unsere Leute vom Museumshop sagen, im Sommer würden die Gäste immer kommen und fragen, ob wir auch Handtücher verkaufen. So, jetzt mein Beitrag zu der Handtuchdebatte. Das sagt alle, was ist das für ein komisches Thema, aber ich liebe es, weil es ein ganz haptisches Beispiel dafür ist, dass Kinder ins Museum kommen, dass die Angst davor verloren geht, wie man in ein Museum reingeht. Wir alle erinnern uns daran, wie wir zum ersten Mal ins Theater gegangen sind. Ich bin hier gestorben im Stuttgarter Kleinhaus, als ich da rein musste. Ich war irgendwie 10 Jahre alt oder so. Man muss die Schwelle runtersetzen, man muss die Leute reinholen, damit sie sozusagen ein Gefühl dafür bekommen. Das ist alles Forum, das ist alles Museum. Und die Debatte, die wir haben, weil wir im Wiener ja durchaus auch streitbereit sind zu bestimmten Themen, ist sozusagen das andere Ende dieser Öffentlichkeitsdebatte. Also Museum muss eine Plattform sein für Diskussionen, sonst brauchen wir es nicht. Da kommt Ihr Mikrofon. Wenn das Museum eine Plattform sein soll, das schließt sehr gut an das, was Sie eben ausgeführt haben. Wie weit sieht es denn aus in Ihrem Urteil, was die Eintrittspreise für Kinder und Jugendliche und überhaupt Menschen in Museen angeht? Sie haben ja die schöne Situation in London, dass man dort relativ frei gehen kann. Ich habe die wunderbare Erfahrung gemacht, dass da ein Vater einmal vor mit seinen Söhnen, war 10, 12 Jahre alt, vor ein Bild raste. Die haben sich schnell etwas angesehen, das Bild war offenbar nicht mehr ganz fremd, sind wieder weggegangen. Das heißt, sie waren, dadurch, dass sie frei reingehen konnten, nicht im Zwang, ihr Eintrittsgeld ablaufen zu müssen. Genau. Was ja bei uns leider der Fall ist. Genau. Ja, wie steht es bei Ihnen dazu? Ja, nee, das ist ein schönes Thema, ich liebe es. Genau, das ist wie die Schwaben beim Skifahren immer die Tageskarte abfahren. Das kommt jetzt alles aufgezeichnet, muss ich mir alles dann nachher im Internet anschauen, ich leide jetzt schon. Ich habe es ja gerade schon gesagt, das Nicht-Nehmen von Eintritt ist eine unglaubliche Chance. Nur, glauben Sie nicht, auch wenn ich der Meinung bin, wir alle, nicht nur in London, haben ein goldenes Zeitalter der Museen. Also wir dürfen uns, glaube ich, nicht daran gewöhnen und das alles für gegeben halten, dass es in Zukunft so weitergehen wird. Also ich habe in London genau dieselben Verhältnisse, wie ich es in Dresden hatte, nämlich, dass man von dem Geld, das wir brauchen, 2 Drittel vom Staat bekommt und 1 Drittel muss ich mir, wie auch immer, über Fundraising und vieles andere besorgen, ist das falsche Wort, weil wir brauchen es tatsächlich, es ist lebenswichtig für das Haus. Im Unterschied zu Dresden ist es auch so, dass sich die Capital Projects, also die ganzen Baumaßnahmen und so, ebenfalls über Fundraising mir besorgen muss. Besorgen ist ein blödes Wort, Sie wissen, was ich meine. Das heißt, Sie müssen zwischen Ihrem ökonomischen Interesse, das Sie als Museumsverantwortlicher für ein Museum nun mal haben müssen, und Ihrem Publikumsinteresse ausbalancieren. Der Staat gibt Ihnen dafür nicht mehr Geld. Ganz klar. Das gab es noch nirgendwo. Das wurde in London kurz versprochen, wurde 1 Jahr durchgehalten und dann war es vergessen. Und in Deutschland hat man mich schon von vornherein immer damit abgeschmettert, dass es nicht mehr Geld gibt. Das heißt, Sie müssen das anders ausbalancieren. Das heißt, unter Umständen noch mehr Vermarktung, noch mehr Shop, noch mehr Kaffee, was aber nicht unbedingt den Ausgleich dafür bietet.
Ich bin ein großer Freund des Core-Business. Also das heißt, dass man bei dem bleiben soll, was man wirklich kann. Und was ich kann, ist Museumsarbeit. Ich bin kein Caterer. Und deshalb, unsere Arbeit ist die Museumsarbeit. Alles andere ist sozusagen gut, um uns zu unterstützen. Auch wenn Sie sich darauf verlassen, wird das schon schwierig. Das heißt, um es kürzer zu machen, Sie müssen Eintrittsgelder für bestimmte Ausstellungen haben. Also David Bowie hat einen Durchschnittseintrittspreis von ca. 12 Pfund. Das geht von vielleicht 7, 8 Pfund für Jugendliche und Kinder bis 15 Pfund für Sie. Und so. Das heißt, Sie müssen natürlich dann in den attraktiven Punkten schon die Möglichkeit haben, Gelder einzunehmen. Sonst sind Sie von vornherein verloren. Aber das Wichtigste ist, das ist genau das Beispiel, das Sie gebracht haben, das Wichtigste ist, kurz mal ins Museum gehen zu dürfen, was anzuschauen. Kinder oder Jugendliche, die reinkommen, fotografieren. Kinder, die reinkommen, Jugendliche, sich irgendwo hinsetzen, zeichnen. Oder wir haben ja einen großen Bereich des Textils und der Mode. Kinder, Jugendliche, die reinkommen und sich einfach das anschauen, weil sie alle davon träumen, Modedesigner zu werden. Und viele schaffen es auch. Als ich diesen Herrn, das ist übrigens ein ganz gutes Thema, wenn es um Zukunft geht, als ich diesen Herrn, der dieses Telefon gestaltet hat, zum ersten Mal traf, Jonathan Ive, Sir Jonathan Ive, habe ich mich wahnsinnig blamiert. Also es ist der Apple Designer. Habe ich mich wahnsinnig blamiert, weil ich versucht habe zu erklären, was das V&A ist. Er guckte mich schon die ganze Zeit so komisch an, bis er dann sagte, naja, ich bin mehr oder minder im V&A aufgewachsen. Meine Eltern haben mich da immer hingebracht und ich weiß nicht, ob ich das... Also er hat nicht gesagt, ich habe das iPhone nur designt, weil ich im V&A war. Das hätte ich gern gehört. Aber das hat er wirklich nicht gesagt. Aber sozusagen das Inspirierende, das von so einer Sammlung ausgeht, das fängt früh an und dazu ist dieses Nicht-Eintrittspreise nehmen wirklich virulent. Das war jetzt eine ganz lange Antwort auf eine ganz einfache Frage, aber Sie merken, mir liegt da viel daran. Haben Sie denn noch Fragen? Das kommt von hinten. Inwiefern gehören Bücher in dieses Museum des Wissens? Bücher sind ja in Göttingen in der Bibliothek. Auch alte Bücher sind da ausgestellt. Aber Bücher sind nicht nur Wissensspeicher, sondern zentrale Erkenntnisinstrumente, die auch anders dargeboten werden könnten, als sie es in der Göttinger ehrwürdigen Bibliothek wäre. Haben Sie Ideen dazu? Eine Idee, die für Göttingen, Sie haben ja auch die Alleinstellungsmerkmale erwähnt, wichtig ist, dass Göttingen ein einzigartiger Bibliothekstandort im Zeitalter der Aufklärung dadurch war, dass englische Bücher hier als Unikate vorhanden waren, die nirgendwo sonst in Mitteleuropa vorhanden waren. Es gibt eine Publikation, Bücher der Göttinger Bibliothek, die nicht in der British Library sind. Aus dem 18. Jahrhundert. Das erzähle ich meinem Kollegen. Sollte so ein Alleinstellungsmerkmal im Museum thematisiert werden? Also nochmal, man muss immer, glaube ich, dazu sagen, bei allem, was wir gerade machen, und es ist nicht jetzt, um pseudomodern zu sein, dass es halt wirklich mittlerweile, egal wie, immer noch andere Vermittlungsmethoden gibt. Das heißt, komischerweise, ich habe vor dem Zug drüber nachgedacht, als ich hergefahren bin, weil ich zum zweiten Mal umgezogen, jetzt fange ich schon an, private Geschichten zu erzählen, weil ich zum zweiten Mal umgezogen bin mit meiner ganzen Sammlung an Büchern und Archivmaterial. Und die Vorstellung, dass ich das nochmal mache, und dann habe ich mir überlegt, wem gebe ich das überhaupt mal? Weil meine Kinder lesen alles, und die lesen nicht wenig, aber ziemlich viel elektronisch oder digital. Also nicht nur, aber sozusagen das, was uns alle irgendwie einmal ästhetisch beseelt hat, nämlich die Bibliothek, mit der man sich verbindet, die so etwas wie eine eigene Biografie darstellt, wenn sie an den Wänden entlang gehen, das haben sie nicht mehr. Das ist Umdenken. Wir haben gerade darüber geredet, bei einem kurzen Vorgespräch, wie so eine Stadt wie London einen auch verändern kann. Ich bin immer in
es ist nicht politisch korrekt, aber ich bin immer wahnsinnig gern Auto gefahren. Ach, vergessen Sie Autofahren. Vergessen Sie Bücher. Also insofern, es gibt sicherlich sowas, es war jetzt provoziert, es gibt sicherlich sowas wie eine andere Umgangsweise damit, mit dem Buch generell. Ich habe von Stephen Greenblatt kürzlich The Swerve gelesen, heißt so, ich glaube, wo es sozusagen um die Wiederentdeckung der Bücher, der lateinischen Schriften geht. Und war dann zufällig auch noch in St. Gallen ein paar Wochen später. Und dann merken sie plötzlich, mein Gott, was das Buch tatsächlich ist, welches historische Subjekt, was es alles kann, außer das vermitteln, was tatsächlich drinsteht. Insofern finde ich, sind Bücher in der Tat Objekte. Aber sie müssen sie entsprechend erklären. Und ob unsere Bibliotheken das immer hinbekommen haben, das kann ich nicht richtig beurteilen, weil ich wirklich kein Experte bin. Aber nochmal, ich finde, wenn es sowas geben sollte wie ein Museum, aber ich will hier nicht meinen Kollegen irgendwie reinreden, dann geht es auch nicht darum, alles zusammenzufassen an einem Ort. Es geht ja eher darum, das Dezentrale auch zu bewahren. Und oder ich würde es so machen, das Dezentrale bewahren, das Dezentrale nach außen tragen, das attraktiv machen, eher sowas wie ein Netzwerk und dass dann die Archive und die Bibliotheken auch dazugehören müssen. Ich glaube, da wird niemand dran zweifeln. Aber ich finde das Thema, für mich ist es ein relativ neues Thema, nicht zuletzt, weil ja auch die National Art Library zum V&A gehört mit einem wunderbaren Rara-Bestand, den wir in der Tat auch oft genug ausstellen und auch auf Reisen schicken sogar. Ja, genau, eine Frage, Nachfrage zum Thema dezentral. Die Politik der Universität geht sehr auf Diversität der Sammlung, der 30 Sammlungen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist Ihnen Profilbildung, die starken Sammlungen ziehen die nicht so starken mit, wichtiger. Das ist jetzt eine andere Konzeption und auch eine andere Stärke sozusagen eines zentral zuständigen Museums voraus. Wie stark muss ein solches Museum, was die personellen und finanziellen Ressourcen sein, um überhaupt schlagkräftig wirken zu können? Halten Sie die Pläne der Uni Göttingen da für realistisch? Mal ganz ehrlich gefragt. Also zu dem Letzteren sage ich nichts ohne Beratervertrag. Nein, Das hat sozusagen alles, ich weiß nicht, wie ich es formulieren soll. Ich glaube, wenn Sie alles zur selben Zeit wollen, funktioniert es halt nicht mehr. Und die Vorstellung, 30 Sammlungen an einem Ort zu verbinden, ohne dass ich jetzt genau weiß, was Sie vorhaben, finde ich ein irrwitziges Unternehmen. Zumal auch, was wahrscheinlich auch nicht vorgesehen ist, zumal auch der Sammlungen mit einem authentischen Ort verbunden sind oder mit einem Ort verbunden sind. Und das ist das Zweite, über das wir heute überhaupt nicht richtig geredet haben. Sozusagen die Hülle, in der sich eine Sammlung befindet, die oft extrem wichtig ist, wenn es um das Authentische einer Sammlung geht. Sobald Sie das trennen, wird es überaus schwierig. Aber das ist auch nicht vorgesehen. Also wir reden jetzt eher von einer Theorie. Was aber wichtig ist, auf alle Fälle, ist die Zugänglichkeit. Deshalb habe ich das sozusagen in den ersten Sätzen schon erwähnt. Die Zugänglichkeit digital oder wie auch immer, sie zu präsentieren, damit arbeiten zu können, das ist heute relativ leicht zu machen. Und das Zweite ist aber die körperliche Zugänglichkeit, dass man an einem Ort, der ja relativ leicht zu erreichen ist oder überschaubar ist, auch dann tatsächlich die Chance hat, das meiste davon zu sehen. Aber ich würde in der Tat, wenn es sowas gibt wie ein Schaufenster, bei Schaufenster ist so beinahe, auch nicht, das ist zu wenig, eindeutig. Das ist sowas wie Cultural Window Shopping oder Scientific Window Shopping. Ich finde, es muss, wenn es sowas gibt wie, ein anderes neudeutsches Wort wäre dann ein Lab, aber ein Lab meine ich damit auch nicht. Also es muss sowas geben wie so eine Plattform, in der man was zeigen kann, umsetzen kann. Und da fand ich jetzt eben das eine Beispiel mit der Forster-Sammlung besonders interessant. Aber in gleichem Maße sollte so eine Plattform auch dafür da sein, um Forschung der Zukunft zu zeigen oder einen guten Querschnitt aus dem zu zeigen, was momentan hier in Göttingen stattfindet.
Die Frage nach dem Budget und nach den Mitarbeitern, die kann ich wirklich nicht beantworten, weil das ist, was immer Sie da sagen, ist falsch. Und ich möchte nicht nachher dafür zur Rechenschaft gezogen werden, weil irgendein Politiker nachher kommt und sagt, Sie haben uns versprochen, das kann man mit 5 Leuten machen, jetzt kommt die mit 15. Ich weiß bloß, dass man auch mit relativ kleinen Teams viel erreichen kann, wenn sie eine Unterstützung haben von der ganzen Universität, von der Stadt, vom Land und vor allen Dingen, wenn sie wissen, dass es langfristig sein wird. Also ich glaube, mit Projektgeldern können sie in so einem Fall mehr erreichen, als gleich mit einer festen, großen Institution. Ich glaube, ich werde nachher die Stadt ganz schnell verlassen müssen, weil ich... bitte? Als Kustos der Ethnologischen Sammlung der Universität war ich vor 6 oder 7 Jahren Mitglied einer Arbeitsgruppe, in der es um die Neukonzeption des städtischen Museums in Göttingen ging. Und damals kam von mir auch meine Idee auf, die Bestände des städtischen Museums, die auch Objekte aus der Universität haben, auf 3 Häuser zu verteilen. Und ein Haus sollte so etwas wie ein Portal der Wissenschaft mit Wegweiserfunktion auf die dezentralen Sammlungen, 30 Sammlungen leiten. Und es ging um Namensfindung und ich habe damals den Begriff Haus des Wissens ins Spiel gebracht in einem Demo. Ein Haus des Wissens, das die Maori kennen als Mare Venanga. Und ein solches Haus des Wissens hatte auch damals auf der zweiten Reise von Cook Georg Forster kennengelernt und auch beschrieben. Und meine Idee war einfach, dass wir nicht nur auf unserer Seite in unserem Museum Wissen produzieren, sondern das Wissen ist woanders vorhanden. Es gibt lokales Wissen der Indigenen, auf das wir rekurrieren können durch Kommunikation. Also ich wollte auf den Dialog, der bei uns im Institut für Ethnologie auch bis heute da ist, mit den Indigenen aufmerksam machen. Das ist die beiden Seiten. Das ist der Grund gewesen, wieso dieser Begriff so ins Spiel kam. Ah, okay. Dann übernommen wurde von der Universität, weil das mit dem Städtischen Museum dann nichts geworden ist. Aber wir hatten das ja im Zusammenhang. Wieso ist es mit dem Städtischen Museum nichts geworden? Bitte? Wieso ist es mit dem Städtischen Museum nichts geworden? Ja, ich denke mal aus Kostengründen. Der Umbau der 3 Häuser, die zur Disposition standen, wäre zu teuer geworden. Man bleibt jetzt am alten Standort, aber es war daran gedacht, auch das Gefängnis war es, glaube ich, als einen Standort ein Nettgefühle. Und Wagenplatz, also die Lüge, glaube ich, auch mit. Bei diesen ganzen dezentralen Fragestellungen steht halt immer, da gibt es halt immer ein Problem. Es gab mal ein sehr gutes französisches Konzept der sogenannten Ökomusee, die sogenannte Antennen hatten. Was ich damals wirklich hochinteressant fand und auch sehr geschätzt habe. Das hat im Prinzip nie richtig funktioniert, weil wenn Sie sich was vornehmen, was sehen wollen, Sie fahren nicht, Sie gehen nicht an unterschiedliche Orte. Sie suchen sich eins oder maximal 2 raus, vielleicht auch noch 3. Aber dann ist es für einen Besucher einfach zu aufwendig. Deshalb finde ich, also sozusagen jetzt hier in so einer Diskussion vorzuschlagen und sagen, lassen Sie doch mal alles, wie es ist, das wäre auch eine falsche Antwort. Also es muss schon so gebündelt sein, dass es attraktiv ist und nachvollziehbar und relativ leicht erreichbar und schnell erreichbar. Und so, sonst funktioniert es nicht, sonst zergliedert es sich. Nur historische Bestände aufzugeben, die auch gleichzeitig noch in Häusern sind, wiederhole ich mich, die auch eine historische Bedeutung haben, das würde ich für falsch halten. Ich glaube, ein Teil kommt ja aus dieser ganzen Diskussion, wir hatten das in Dresden, bevor ich ging ja auch, eine Sekunde, kam ja aus der Exzellenzinitiative. In Dresden war ich einige Jahre lang Mitglied einer Arbeitsgruppe, die diesen Antrag damals vorbereitet haben. Und für mich war es damals wie Sesam, öffne dich. Weil ich jahrelang darum gebeten habe, dass uns die Universitäten mehr wahrnimmt, im Sinne, wie ich es vorher erzählt habe. Und als es um die Exzellenzinitiative ging und sicherlich in den Statuten steht, Outreach, dass man auch andere akademische oder pseudoakademische Teile mit einbeziehen muss, war man plötzlich sehr interessiert an den Dresdner Sammlungen. Ich kann bloß nochmal das wiederholen, also wenn es sozusagen eine enge Zusammenarbeit mit den Universitäten gibt und mit dem Forschungszusammenhang gibt, dann darf das nicht schaulaufend sein. Das muss dann schon sinnvoll sein und ernst gemeint und muss auch einen Hintergrund haben, sonst funktioniert es nicht, sonst
ja, jetzt wiederhole ich mich. Jetzt hören wir dann auf. Ja, also zu der Kunstsammlung bin ich noch nicht so lange hier, aber um es vielleicht noch anfügen zu dürfen, ich habe auch das Gefühl, dass wir uns im Kunstumkreis, um es mal so zu nennen, immer ein bisschen gegen das Bonn-Museum gewehrt haben, weil wir eben nicht dort unsere Highlights alle in ein Haus geben wollten und die Restbestände bleiben im Institut, um damit Lehre zu machen, sondern es sollte schon etwas sehr Lebendiges und Wechselndes sein. Also es soll kein, es soll auch, glaube ich, immer noch hoffentlich keine Highlight-Ausstellung von den Sammlungen geben, dass da die Kunstsammlung ihre Botticelli-Zeichnung hingibt und das Jan Steen-Gemälde, dann bleiben die da 50 Jahre, das wäre schon langweilig. Das, was ich merke in der Kunstsammlung... Wieso, was meinst du mit den Botticelli-Zeichnungen gerade? Ja, dass man die da dann ewig ausstellt und dann kommen alle wegen dieser Highlights oder eben den Federkopf oder was. Und wo sind die jetzt? Jetzt sind die im Depot und damit wird Lehre und Forschung gemacht am Institut. Und ab und zu werden sie eben gezeigt, und leider hat nicht jede Sammlung die Möglichkeit, also Kunstsammlung ist eine glückliche Lage hier in Göttingen, dass wir eigene Räumlichkeiten haben. Ich kann damit den Studierenden Ausstellungen machen. Das wechselt auch ständig, ein Teil ist Dauerausstellung. Aber was, glaube ich, das Interessante am Haus des Wissens ist, dass wir da interdisziplinär mit den Studierenden im Seminar Lehre und gleichzeitig Forschung machen können. Und dass wir das dann eben an die Öffentlichkeit stellen können. Das, was die Besucher, das merke ich bei Führungen, am meisten interessiert, wenn man denen das zeigt, auch mit ganz plakativ Fotos an die Wand von den Seminaren, wie Studierende mit den Originalobjekten, wozu sie an anderen Universitäten keine Möglichkeit haben, in Seminaren wirklich auch was rausfinden. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass es Grundlagenforschung ist, aber die finden schon wirklich neue Dinge raus über Sachen, die ewig im Depot gelegen haben und mir selbst die Ausstellung entwickeln und das dann eben auch umsetzen. Das habe ich an keiner meiner Studienstädte so miterleben dürfen. Man macht ein Praktikum am Museum, da darf man ein paar Vitrinen putzen, wenn man Glück hat, darf man mit dem Kurator ein bisschen über die Ausstellung reden, aber das machen die Studierenden hier selbst. Und das ist was, was die Besucher begeistert, was natürlich schwierig ist, an die Öffentlichkeit zu transportieren über das Marketing, aber wo wir auch ein Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, kreieren können. Und deswegen Haus des Wissens, habe ich immer für mich so empfunden, ist, dass man da vor allem auch mal interdisziplinär eben mit anderen Sammlungen was machen kann. Die Sammlungen müssen mit ihren größten Teilen an den Instituten bleiben, weil jeder Kustos hier ein Lehrdeputat hat und damit was Seminare geben muss. Und dafür kann man nicht immer in ein zentrales Museum latschen, wo auch das, nennen die Objekte gar nicht mehr reinpassen. Aber das ist schon eine Steilvorlage, die soll man da geben. Also bei allem anderen hätte ich jetzt, wäre vielleicht vorsichtiger gewesen, aber da würde ich schon sagen, also wenn Sie so besondere Objekte haben in Ihren Sammlungen, dann ist das natürlich schon beeindruckend, was immer das jetzt ist, ohne auf Details einzugehen, einem größeren Publikum zu zeigen. Oder, um es anders zu sagen, was mich immer wieder fasziniert, weil für uns ist es einfach nur mal Arbeitsalltag, ist es, dass sich viele, viele Menschen für das interessieren, was sozusagen auf der Leinwand und hinter der Leinwand ist und was mit der Leinwand passiert und wie restauriert wird und wie was festgestellt wurde und wie beim Röntgen nochmal was entdeckt wurde. Da können Sie viele, viele Menschen, also nicht nur eine Freude machen, sondern es ist wirklich richtiges Interesse. Die Verbindung von beidem, das, was Sie in, das kann man jetzt von der Kunstgeschichte sicherlich auf andere Bereiche genauso übertragen, das, was Sie an Objekten erarbeiten und mit Objekten erarbeiten, das eben auch einer Öffentlichkeit zu präsentieren, das wäre doch der Sinn der Sache. Also insofern eine Steilvorlage. Deshalb raus aus dem Depot. Ja, mit den Studierenden, klar. Das ist halt hier das Besondere, finde ich. Ja, klar, aber das ist halt auch der Sinn der Sache, dann das, sowas gemeinsam zu machen. Ich glaube, es wird irgendwie nicht besser. Das liegt an mir. Wollen wir aufhören an der Stelle? Ich würde Sie ganz herzlich einladen wollen, wenn Sie mal nach London sind, kommen Sie vorbei. Das haben schon einige wirklich dann ernst genommen, sind auch tatsächlich gekommen. Ich meine es auch ernst, wenn Sie sich mehr für das interessieren, was in London passiert, auch in Albert Hoberlis, sind Sie ganz herzlich willkommen. Dann können wir gerne an unseren Beständen weiterreden darüber. Aber das, was Sie gerade gesagt haben, ruft wirklich in der Tat eher zum Gegenteil, dass man es öffentlich macht. Also, wir haben noch viele Gelegenheiten, die Diskussion fortzusetzen. Ich möchte herzlich danken für diesen Vortrag, aber denke vor allem für die Diskussion, die denke ich, für uns alle sehr lehrsam gewesen ist. Martin Roth hat herzlichen Dank, sage ich fast davon, wenn ich. Vielen Dank. Danke.